Assalamu alaikum, alaikum salam, alaikum salam, alaikum salam, alaikum salam, alaikum salam. Werde ich ihr das mitteilen, dass sie eine Kachpa ist? Hey, Caitlin, Mann. Was denn? Ich hab gehört, du bist eine Kachi, Mann. Ich bin eine was? Ich schwöre, ich hab nie gesagt, dass du eine bist. Ich weiß nicht. Wer hat es gesagt? Ach, ja, die Rothaarige. Die Rothaarige, oder was? Ja. Oh, shit. Nein, 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 das war ein Witz. Das war ein Witz. Wir sollen halt aufpassen, was sie darauf sagt. Ja, scheiß doch drauf. Ich fuck da dann nicht. Ich hab Bock auf Beef. Okay, bis gleich. Ja, JJ und Caitlin. Hast du danke, gesagt, dass ich eine Kachi bin? Ja, ich sag dir, wer das jetzt war. Komm mal her da. Torge hat es nicht gesagt. JJ. Mach dir jetzt nichts mehr ihre Klappe so weit auf. Na, liegt die hier. Nein, chill mal, Alter, jetzt. Hey, stopp alles. Jetzt chill mal. Torge, Mann, wenn eine Frau gehört hat, dass sie eine Kachi ist, dann will sie doch wissen, wer das war. Alles gut, Torge. Ich wäre genauso sauer gewesen, ja? Mach halt den was hier. Was denkt ihr, wer die ist? Na, chill doch jetzt. Mann, jetzt. Wir wollen doch hier keinen Krieg. Lügenlord. Sonny, wenn da draußen irgendwer ein Problem hat, dann hol die Frau jetzt rein und ich klär das mit ihr. Ich hab keinen Bock auf so einen Hintenrum-Kack. Da bin ich gar kein Fan von. Hol die einfach rein, ich klär das mit ihr. Ohren, ja, voila. Das ist erst der Anfang, Lamour, gewöhnt dran. Ja, ich kenn das schon. Die Gegend hier, chillen. Ey, ja. Ich will das doch nicht erwähnen jetzt, soll ich sagen? Sag doch einfach, wer es war. Einfach. Ja, sei doch einfach ehrlich. Wenn die ein Problem haben, ruf sie einfach hier rein. Das Echo der Stadt war das. Ja, was ist das Echo der Stadt? Der Baron von Roquefort. Grandpa Castel fucking Castellano war das. Wer ist Castellano? Grandpa. Grandpa, motherfucking Castellano. Ich kenn ihn nicht. Stadt. Und warum rennt er rum und sagt, dass ich eine Kachi bin? Ich kenn ihn nicht. Keine Ahnung, Mann. Der hat es auch nur gehört, hat der gleich. Der hat gesagt, das hat der gehört. Und dann habe ich nur Sekko gehört und Schwanz. Ja, okay, komm, das war's komplett. Aber ich weiß ja nicht, ob Digga, ich hab dir einen reingeschmiert, Digga. Wenn ich mit Absicht, ja, voila, sorry. Soll ich das klären? Soll ich das klären? Oh, geil, ich bin Digga. In dieser Stadt das los. Gegenteil von der Kachi. Ich glaube, ich bin das absolute Gegenteil. Und ich brauche hier keinen Cramper, der rumrennt und dir irgendeine Scheiße erzählt. Nein, der hat das nur gehört. Ja, aber er hat's gehört, aber weißt du, das Ding ist, er hat's gehört, aber rennt zu dir und erzählt es dir. Dann hat es gehört und rennt zum nächsten und erzählt es dem. Dann hat es gehört, ja, weißt du, und dann ist es wie ein Lauffeuer. Und dann ist die Pinkhaarige, die hier noch nie irgendwas hat wegstecken lassen. Ich habe noch nicht mal einen Schwanz gesehen in dieser Stadt. Oh shit. Weil es hier einfach keine Schwänze gibt. Erstens, Sekko ist ein Schwanz. Okay. Es gibt hier lauter kleine Jungs mit kleinen Nudeln und du hältst jetzt die Klappe, wenn ich mich unterhalte. Ja, okay. Und keine Ahnung, das gibt es einfach nicht. Und ich kann es nicht leiden, es gibt hier ganz andere Fassen. Ja? Rothaarige zum Beispiel, die sind sehr interessant, weil meistens ist so, je rostiger das Dach, ne, desto nasser der Keller. Und auf freiheitsten Frauen stimmt es halt echt zu. So, aber als Frau hier in diesem Staat, wenn da einer rumgeht, ein Cramper, ist mir scheißegal, was oder wer er ist, und so eine Kacke erzählt, obwohl ich mit dieser Person noch nie geredet habe, noch nie, dann ist es einfach nur Schmutz. Dann ist es Schmutz. Können wir uns jetzt mal beruhigen? Wie gesagt, mach dir keine Sorgen, ich klär das mit dem. Ja, klär du das, sonst klär ich's. Ist mir egal, wer er ist. Nein, du klärst das mit dem Echo der Stadt nicht. Der ist gefährlich. Ja, dann klär du das bitte mit dem Echo der Stadt. Und am liebsten jetzt, solange er noch da ist. Sonst kommt nicht ein anderes Echo. Ich bin ja niemand. Ich bin hier vogelfrei. Ich kann machen, was ich will. Hast du wirklich noch keinen Sip gesehen? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, okay. Boah, ich wollte nur fragen, so. Brat, der hat so wirklich gefragt. Ja. Hab ich's jetzt verkackt, oder was? Brat, wir müssen hinterher. Komm. Hast du wirklich noch keinen Sinn gesehen? Digga. Ja. Das ist doch eine Familie, da kann man das doch fragen. Ja, na klar, Digga, ruf doch einfach an. Hast du die Nummer nicht, Alter? Wie heißt die denn? Caitlin, ja. Ich kann das Auto orten. Ich bin ein Mafiosi, Bruder. Oh shit. Wie in alten Zeiten, Digga. Na klar, oh shit. Bruder. Willst du fahren, Bruder? Mir egal, Digga. Kann man machen. Was sind die denn, Digga? Ich soll jetzt nicht zicken, Mann. Ich weiß, dass sie Richtung Sandy Shores fährt. Ja, ich hab gerade mit Sekko telefoniert. Ja. Mit Sekko? Ja. Hä? Warum? Ja, weil es rumgeht, ja, dass sie eine Schlampe ist und es wäre. Oder? Und Sekko wird. Dass das von Sekko kommt. Warte aus. Nicht von Sekko. Von wem dann? Ihr habt die Geschichte jetzt verdreht. Nee, haben wir nicht. Doch! Nur, dass Sekko an ihr dran war. Ja, und deswegen ist sie eine Kachi oder was? Nein, aber dass das wohl so sein soll. Kommt ihr jetzt mal zum scheiß Italy-Mann oder muss ich euch weiterverfolgen? Kommt ihr zum Italy? Ja, wir kommen zum Italy. Ja, okay, bis gleich. Ah, da links, ja. Oh Gott, das Hemd ist so ätzend. Was hab ich dir gerade gesagt? Du sollst nicht über mich hetzen und
Sag mal. Das ist nicht hetzen, wenn du das mitkriegst. Warum sieht man eine Frau mit rosa Haaren und sagt einfach so random in eine Gruppe rein oder sonst irgendjemanden, dass ich eine Kachi bin? Vor allem zu Freunden von dir. Und dann, so, warum redet er über Seko? Ey, der war in der Gruppe mit der Rothaarigen. Wer, Seko? Day-Day. War Seko da unten? Das war an dem Abend, da war Seko mit der Rothaarigen, Amelie stand da und noch zwei andere. Einer mit Glatze und einer im Anzug. Es muss von ihm kommen. Es muss von ihm kommen. Von wem? Von Seko. Seko hat vielleicht Nachrichten vorgelesen oder so, ich weiß es nicht. Seko war das bestimmt nicht. Lisa, kommt runter, beruhigt euch. Sonny, für mich wurde gar nichts geklärt. Wie würde es dir gefallen, wenn ein Fremder kommt und sagt, hey, pass mal auf, mit dem Hut musst du aufpassen, ist für die Kachi. Warte, ich klär das. Er soll herkommen. Er soll herkommen, ich will mit ihm reden. Ja, was wunderschönen guten Abend, Cramper. Ey, Bruder, die hat gesagt, die hat dich richtig beleidigt, Mann. Echt? Ja, Mann. Die hat gesagt, was ist für eigentlich dir einfällt, so, warum du sowas sagst, so, also richtig abwertend. Guck mal, Sonny. Jetzt, kurze Frage, ich bin vielleicht jetzt nicht ganz so bekannt in der Stadt wie du, aber wir haben das gleiche Ego. Wenn du das sagst, dann ist das auch dann so, weißt du, ich meine? Und wenn ich sag oder ich der Meinung bin, ja, ich habe genug gehört von vielen Leuten, dass sie eine Kachi ist, und ich sag, ja, dann lass die Kachi mal. Ich will mit dir eine Gegenüberstellung aber. Die kann mich gerne anrufen, dann sage ich ihr das gerne am Telefon, dass die eine Kachbar ist und dann ist gut. Boah. Wo wir nicht telefoniert haben, hat sie wohl Seko angerufen und ihn da ein bisschen mit reingezogen. Ja, habe ich mitbekommen, Digga. Und Seko ist jetzt richtig sauer, ne? Die will gegenüberstellen, die hat gesagt, der soll herkommen. Und dann gebe ich dem richtig auf Fresse. Wer ist die, dass sie mich herzitiert, ja? Wenn sie was möchte, ja, dann soll sie herkommen oder ich ziehe sie an ihren Haaren hier zu mir, ja? Sag mir, wo du bist, dann gehen wir, kommen wir mal zusammen da, dann bringe ich die, die will zu dir. Dann soll sie mich kontaktieren, wie gesagt. Ja, okay. Das Echo der Stadt ist richtig sauer, ne? Ja, der kann auch sauer sein, wenn er was... Ey, sorry, aber ich tu mal Cramper das Echo so einschätzen, halt, als wäre er manns genug, zu seiner Meinung zu stehen. Ja, und er will jetzt eine Gegenüberstellung haben. Ja, natürlich, machen wir, hab ich ja? Nicht Bock drauf. Ich hasse hier hinten rum. Ich hab einfach nur Familie und Mutter gehört. Das mehr kann ich dazu nicht sagen. Was, Familie und Mutter? Ja, ey, das ging auf den Stammbaum gerade, ne? Ey, Caitlin, er will, dass der Knochen zum Hund kommt und nicht der Hund zum Knochen. Und ich hab gesagt, ey, ich komm mit, aber ich werde das nicht eskalieren lassen. Weil ich will nicht, dass hier Streit entsteht. Hat der Bock auf Fitner oder was? Wieso erzählt man so eine Scheiße rum? Ich weiß, der, wo Fitner macht, ist die größte Fotze. A few minutes later. Du jetzt. Abend. Hallo. Nächstmal. Da läuft ja fast wie Jaira. Doch, mein Onkel. Wo ist denn der Jaira? Der schläft. So, wunderschön. Ja, wunderschön. So, Lamu, alles klar? Alles klar, Brat. Jetzt so, sieht man sich wieder, ne? Natürlich. So, was gibt's jetzt hier für ein Problem? Weiß ich nicht. Also, das Problem ist, dass ich darauf angesprochen wurde. Ja. Dass rumgeht, dass ich eine Kachi bin, also eine Schlampe. Und ja, ich habe gefragt. Du musst was ich erklären, ich kenne das Wort. Ja, ja. Und dann wurde ich noch gefragt, also beziehungsweise habe ich gefragt, wie das Ganze zustande kommt. Ja, und dann wurde mir gesagt, irgendwas mit Seko und Schwanz. Das Ding ist, weder Seko und ich haben den Kontakt, den wir beide hatten, an den großen Nagel gehangen. Aber ich wundere mich, woher das kommt, weil Seko ist nicht der Typ, der irgendwas breit tritt und ich auch nicht. Okay. Abgesehen davon bin ich noch nicht mal 3 Wochen hier und ich habe männlichen Kontakt nur mit einem gehabt. Dem kam es sicherlich nie zum Showdown. Okay, und von welcher Tonbandaufnahme hast du das jetzt genau so repliziert? Ich rede so, das ist tatsächlich meine Stimme. Ach echt, okay. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht jetzt, was du von mir möchtest. Ich höre vieles, ne, die Stadt, die lebt. Ich habe das gesagt, ja, und ich weiche davon auch nicht zurück. Ich habe hier und da mal was gehört, ne. Und ich meine, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass du meinen Freund Seko da jetzt mit reinziehst. Ich würde gerne Seko mal selber fragen. Seko, komm mal kurz hierher. So, also bevor man hier irgendwie so Sherlock-Holmes-Spielchen spielt, ehrlich gesagt, hättest du auch einfach direkt kommen können und fragen können, hey, Cramper, hast du gesagt, dass ich eine Kachbar bin? Und so richtig, ja, habe ich gesagt. Welches Sherlock-Holmes-Spielchen? Ja. Ich habe gefragt, von wem es kam, mir wurde kein Name genannt. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Stell dich Abend. Dazu. Abend. Komm ruhig näher. Stöch? Nein, nein, also nee, du kommst perfekt. Genau richtig. Ja, ja. Hä, wie? Genau richtig. Ich wollte fragen wegen Max, wo ich... Max herbekommen. Alles gut, Nikolai, bleib hier. Bleib hier, alles gut. Ich hab irgendwie gleich. Das Gefühl, ich sollte abhauen. Nein, nein, alles gut. Nee, ich würde sagen, du bist genau richtig. Nee, boah, das klingt gerade echt danach, als müsste ich die Beine in die Hand nehmen. Was ist hier los? Pass mal auf, junge Dame, so. Also ich, ne, jetzt stehen wir hier. Okay. Ich bin keine Dame. Nein, nein, ich rede mit der ich halte meinen Schnauze. Was wird das jetzt gerade für eine Gegenüberstellung? Was ist das jetzt hier? Das ist keine Gegenüberstellung, das ist doch, einfach... Doch, ich werde hier gerade ziemlich an die Wand gestellt. Weißt du, was mich an der ganzen Sache gestört, Cramper? Dass ich hier als Lügner und schlechter Wicht hingestellt werde, dabei bin ich eigentlich voll unschuldig so. Ich habe niemals gesagt, dass du ein schlechter Wicht bist und ich habe auch nie gesagt, dass du ein Lügner bist. Erstens, Seko ist ein Schwanz, aber mit Sekos Schwanz hatte ich sicherlich nichts zu tun. Seko ist nämlich einer von denen, die meinen, einen verarschen und belügen zu können. Ich habe niemals gesagt, dass du ein schlechter Wicht bist und ich habe auch nie gesagt, dass du ein Lügner bist.
gesagt, du bist erst seit 3 Wochen hier. Das ist mir halt auch herzlich egal, wie lange du schon hier bist, ja, ohne dein Unwesen treibst. Aber du brauchst keine Angst haben. Ja? Also, dass du eine Kachi bist, das bleibt bei mir. Ich bin keine Kachi. Ich hab doch gerade gesagt, wenn ich auf meinem Grundstück gesagt habe, du bist eine Kachi, dann bist du das, ja. Gut. Na, also, denke, dass du willst. Sonny, widerspricht sie mir jetzt noch einmal, dann schicke ich die zu Valerie, ja? Also, ich hab jetzt die Schnauze voll langsam. Scheiß drauf, der, alles gut. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass das hier eskaliert, meine Damen und Herren. Also, frag. Hallo? Du mich nicht, was das sollte. Bleibst du gerade mit einem von denen? Ich, keine Ahnung. Aber jetzt hey, Nikolai, so pass mal auf, jetzt sag ich dir mal was. Nikolai, ja, und ich weiß, es ist dein Bruder. Ja, aber klar. Nikolai ist alles andere als ehrlich. Hey, nein, der wollte da nur Magazine kaufen. Nikolai ist alles andere als ehrlich. Ich sag dir warum. Nikolai findet, dass ich eine sehr eingebildete Person bin. Wir können uns beide nicht leiden. Er hat mich Taxi fahren lassen, er hat mich dafür nicht bezahlt und so weiter. Nach der Aktion, denkst du, das bringt was? Hast du gehört, was er da gesagt hat? Mhm. Hast du ganz genau zugehört, was er alles zu dir gesagt hat? Sonny. Ja, Grandpa, ja, ich bin jetzt ja gerade am klären, ne? Also... Jo, was geht? Ja, nee, ich hab jetzt nur noch gehört, die wollt auf jeden Fall jetzt die Geschütze ausfahren, die Welle. Wie die Geschütze ausfahren? Die will ich richtig ficken, Digga. Echt? Dann komm ich jetzt, wo ist die? Nee, warte. Wo ist die? Ich schieß die jetzt mal. Warte, sie will auf jeden Fall, die will ich killen oder so. Irgendwas. Will ich killen? Ja. Was hat sie noch gesagt jetzt im Nachhinein? Gib mir irgendwas, Bruder, du weißt, ich zieh gleich direkt hoch von den Nerven her. Ich zieh direkt hoch, ich werd grad warm. Ich weiß, alles sag, gut. Gib mir ein Stichwort, Bruder, gib mir ein Stichwort. Nee, ich klär das, Digga. Ich klär das, Digga. Gib mir ein Stichwort. Ich kenne, du bist auch so ein kleiner Diplomat, der so ein bisschen, ne, immer die Seiten ruhig haben will. Auf jeden Fall, ich hasse es, Feuer zu legen oder so. Das ist absolut beschissen, sowas. Ey, kannst du die nicht ein bisschen provozieren, dass die mich beleidigt oder so? Und mir das ganz. Ey, Grandpa, das wäre diese Fitna, sowas mache ich nicht. Kleiner Spaß. Ja, okay. Es wird immer eine Ratte geben, die Scheiße labert. Gut, ist Diggi schon aus dem Knast? Was? Wer ist denn Habs? Siggi ist für irgendjemanden in den Knast gegangen. Siggi hat sich für irgendjemanden erwischen lassen. Ah, okay. FAB war auf unserem Anwesen und ist am Knast gewesen. Ja. Oh, Digga, das kommt meiner Bürgermeisterwahl nicht gut. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie das lief. Ey, ich distanziere mich von jeglicher Gewalt hier. Ach, du? Ja, Bruder. Bruder. Einigkeit und Recht und Demokratie. Oh, shit. Hast du eine Rede gehalten und normal, so? Normal, Bruder, ehrlich. Meine Damen und Herren, die Bürgermeisterkandidaten dürfen dann ja so gesehen ein Schlusswort noch sagen, beziehungsweise einen Schlusssatz oder wie auch immer. Ja, meine Damen und Herren, mein Schlusssatz an dieser Stelle ist auf jeden Fall weniger reden, meine Damen und Herren, mehr bewegen. Dankeschön. Hast du mal einen auf den gemacht? Mikrofon draufgehauen? Ja, so hab ich gemacht. Ohne Spaß, ey, Sonny, ich sag dir, ich mach mir aus diesem hässlichen, verkackten, pinken Pferdeschwanz, mach ich mir einen Schlüsselanhänger, ja? Ich fick die Kleine, ja? Ich fick die komplett auseinander. Oder wie gesagt, die kannst du später am Weinwoll-Schild, kannst du die abholen, ohne Spaß, Ui. Ne? Ich zerreiß die wirklich, ne? Nein, ich sag dir, das gibt Forzenbuffet, wirklich, ohne Spaß. Ich hab richtig Schnauze voll, nein, das ist jetzt nicht lustig, Bruder. Ich bin richtig getriggert, wirklich. Oder lass Baustelle treffen. Ey, ich sag dir, ich mach ihr Haus oder ihre Gegend, ja? Das mach ich zum Ghetto von Los Santos, ist mir scheißegal, ja? Wirklich. Komm runter, Digga, alles gut. Digga, ich sag dir. Ja. Digga, ich sag jetzt guter mir ist das. Hör mich auf zu lachen zu bringen, Bruder, das ist echt nicht gut, ja? Ich sag dir ganz ehrlich, ja? Jetzt, ich fühle mich gekränkt, ja? Ja, Bruder, ich verstehe das. Ich hab ihr auch jetzt erklärt, mit wem sie es zu tun hat. Sie hat nur einmal gesagt, sie kennt dich nicht. Du weißt ganz genau, wie ich bin. Ich kann gerade nicht schreien, weil ich bin noch saurer, Digga. Ich weiß. Kann nicht schreien. Es ist gerade wie. Alles gut. Ich hab gerade Zahnschmerzen vor Wut, ja? Ehrlich, also guck, das Ding ist, brauchst du nicht, ehrlich sogar. Ihr Zopf gehört mir. Ja? Ich werde sie schnurren lassen, wie eine Katze. Nein. Doch. Aber an deiner Stelle hättest du es wahrscheinlich auch gemacht, ja. Ja eben! Was redest du mir das aus? Nein, alles gut. Wenn das stimmen würde. Sie hat nichts gemacht. Ja. Tony, lüg mich nicht an. Mach jetzt hier kein Meth-Auge, ja? Nein, alles gut. Ich habe eben mit Grandpa nochmal telefoniert und ich habe nur irgendwas von... Ey, der ist richtig auf Feuer. Er hat gesagt, er will dich zum Schlüsselanhänger machen und einen Furzenbefehl veranstalten. Aber warum? Oh, ich habe ihm nichts getan. Wer ist er? Was will er von mir? Ich habe zu ihm eben noch gesagt, Abbruch zum Schluss. Aufhören. Und jetzt ruft er dich an und will dich umlegen oder was? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe es nicht verstanden, weil wir mittendrin standen. Und er sagte, mach dich schon mal irgendwas bla 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 und dann laufen. Lass mal zum Friseur, komm. Ich ändere meine Haare um für irgendeinen Typen? Nein, nur bis wir Grandpa runtergeholt haben. Aber ich mache mir echt keine Sorgen, dass dir was passiert.
Ey, Caitlin, Caitlin, komm mit, der Cramper will her, komm mit ins Haus, komm, komm. Lamu, Bra, komm mit. Lamu, komm. Was ist denn jetzt hier los? Abschließen? Haus abschließen? Kann ich nicht, hab keinen Schlüssel mehr. Was will er denn jetzt? Ey, warte mal ganz kurz, wir müssen in die Geldwäsche runter, ja? Was will er denn? Ja, dann lass uns da runter. Ey, Geldwäsche, komm. Ey, Bruder. Ich verstehe es nicht, was hat er denn für ein Problem? Oh Mann, Deno. Ey, Jungs. Was ist, Brate? Brate. Hey, redest du nicht mit uns? Warte ganz kurz, ist Rajesh da? Ja, der ist vorne. Ich muss ihn ganz kurz anrufen, ja? Ruf den an, der steht da vorne. Deno, Alarmstufe rot. Grandpa, richtig Welle. Der will Caitlin ihr Gött. Ja, ja, aber und wenn du auf sein Anwesen kommst und irgendwelche Fragen stellst, was du nicht stellen sollst, nur weil er dich eine Kacke findet, weißt du? Ja, seid mal still. Bleib hier, bitte. Ja, bitte. Hallo. Oh, Grandpa, was geht? Tony, pass auf. Ja? Mir zu, okay? Ah. Ich, bin, du weißt, ich bin der selbsternannte Baron von Rockford, ja, und das ist ja wie ein Königreich. Nein, kleiner Spaß beiseite. Ja. Weil ich nun mal sehr erhaben bin und nun mal ein Mann von... Darf sie jetzt in meinem Gnaden leben, ja? Boah. Sie darf in meinem Gnaden leben, ja? Ich gestatte und dulde das, sonst hätte ich die jetzt geholt, ja? Ey, ja. Ich mach das nur für dich, ja? Soll ich das jetzt genauso weitergeben, oder? Ich dulde, dass sie lebt, ich schenke ihr ihr Leben, ja. Aber ich hab da keinen unter einer Bedingung. Ich glaube, ich gleich pennen. Unter der Bedingung, dass sie nie wieder in meiner Gegenwart oder in Gegenwart von deinen Jungs Seko Bedingung. Mit einer Silbe erwähnt, ja. Mein Name, sein Name, diese Namen sind für sie ab sofort tabu und als Preis dafür erhält sie von mir ihr Leben. Warte. Nikolai, okay? Was? Sie hat mit Nikolai? Moment, ganz kurz, Rapper, was nochmal? Ja, diese Namen, wer war das? Mein Name, der Name meiner Frau, ja. Jeder Name. Okay. Ja. Mit dem ich Kontakt habe oder wo sie gerade halt Vorwürfe gemacht hat. Oder stehst auch vorm Tor. Der Name von Leni. Der ist für sie ab sofort tabu und als Geschenk, weil ich so großzügig bin, ja, erhält sie ihr Leben. Aber ich mach das für deine Augen zu. Geh einfach vom Tor weg, Bruder, Grandpa. Chill einfach. Geh vom Tor weg. Ja, normal. Hallo? Ja, ich hab dich gehört, Digi. Geh vom Tor weg. Für deine Augen zu. Ich gestatte, dass sie lebt, das ist der Preis. Ich werde es dir so sagen, erhält, aber trotzdem scheiß drauf, Digga. Lass einfach nicht übertreiben, Digga. Und das ist für dein Auge, weil du mein Bruder bist, mache ich das für dich zu. Ja, aber gleich trotzdem eskalieren. Okay? Ja. Dann ist die scheiß Sache einfach. Damit dann auch beendet. Ja, du kannst dir das so übermitteln. Ich werde es so weitertragen, Digi. Aber geh halt einfach weg, Digi, weil sonst davon eskaliert aus, das Angebot annehmen. Kannst du auch. Ich gehe da gleich hoch, sag ihm das. Okay. Okay, mein Bester, informier mich dann. Wolltest du meinen Sohn sagen, oder was? Mein Bester habe ich gesagt. Ach so, okay. Nein. Ja, nein. Alles mein klar. Mein Sohn wäre hübscher. Digga, da lege ich aber sofort auf, Alter. So, also was sollst du mir sagen? Wird dir nicht gefallen. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Alles gut, ich habe ihn gerade vom Tor weggescheucht. Also ich habe gesagt, geh. Mhm. Er ist gegangen, der war halt da so. Zum Glück hört er noch auf mich. Und er hat halt nur gesagt, ich kann dir das aber... Oh, er ruft mich wieder an. Oh, ich werde sterben und ich weiß auch nicht mehr, warum. Ja, Sonny. Du weißt, dass es gerade ein Scherz war, ne? Mit dem Hübschen, ne? Mit dem Hübschen. Also mein Sohn wäre hübscher, ja? Ja, ich bin dir nicht so... Ich gnade dich. Du hast einfach aufgelegt, ja? Und das darfst du auch bei mir nicht machen, du weißt, ne? Aber, Sonny, wie gesagt, Spaß beiseite, bring das so weiter und ich werde mich erkundigen, dass du es genauso auch weitergegeben hast und nicht beschönigt hast. Ich kenne dich, du bist ein Schlawiner, du willst das wir uns da vertragen, aber ich werde mich erkundigen, dass du das auch genauso übermittelst, wie ich das gesagt habe, ja? Ja. Schwör mir das. Ja, ich kann es wortwörtlich genauso übergeben, ja? Schwör es auf die Omerta. Oh, dann muss ich es jetzt so sagen, okay. Okay, alles wunderbar. Klar. Dann hören wir uns und grüß die Kids. Alles klar, mach ich, Rapper. Ja, ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. So, also folgendes. Ich habe jetzt auf die Omerta geschworen. Ich gebe es jetzt wortwörtlich so weiter. Ja. Im Namen des selbsternannten Baron von Rockford begnadigt er dich und duldet dir im Moment dein Leben. Ich gebe es wörtlich weiter. Du sollst nur diesen Namen nicht in den Mund nehmen. Es kommt doch irgendein Vogel, der sagt, ich bin eine Kachpa. Bin ich nicht, aber egal. Irgendein Vogel, der Bock auf Fitna hat und auf Drama, der wird dann behaupten, Caitlin hat das und das gesagt. Und dann ist Cramper on fire und dann haben wir die kleinste Scheiße wieder. Mo, alles gut. Nein, natürlich, Bruder, ich schätze, Bruder. Na, geh mal ein bisschen weiter nach vorne, du bist bei mir in der Geldwäsche drin. Wo bin ich, Digga? Du bist bei mir in der Geldwäsche drin. Digga, what the fuck, Bruder? Bei mir ist hier gar nichts, Digga, was ist los? Alles gut.
Hallo ihr Kackstifte, folgt mir auf Instagram und kommt in meinen Discord, wenn euch der Scheiß hier gefallen hat. Dies war ein Befehl und jetzt salutieren, abtreten und tschüss.